Sträter sieht das so. Guten Abend zusammen, ich bin Thorsten Sträter. Und was soll ich sagen, der NDR hat mich gefragt, ob ich aufs Jahr 2015 zurückblicken möchte. Und ich habe gesagt, ja. Ich habe aber auch gesagt, liebe Leute vom NDR, es ist viel passiert. Und wenn wir es machen, dann machen wir es auf meine Art. Kann dann natürlich sein, dass die Themen total bescheuert sind und meine Reaktion darauf auch vollkommen bekloppt. Aber ich finde, das ist nicht schlimm. Es ist einfach nur meine Meinung. Und meine Meinung ist jetzt auch nicht besonders wichtig. Also, wenn Sie Lust haben, sehen Sie ein bisschen mit mir fern. Wir haben totalen Mist gebaut. Es waren lauter aufgeregte Hühner. Tschüss, Musikantenstab. Es hat geläutet. Im Fahrstuhl ist Hennes Bender. Oh, Überraschung. Ich glaube, ich hole sie ab. Das ist keine Überraschung, ich habe dich angerufen. Hi. Ja, alles klar? Tag. Wir machen heute Fernsehen. Nein! Doch! Oh! Komm. Ja, alles klar. Ja, mal, geh mal vor, ich mach schon mal erstmal was zu essen. Das kann ja was werden. Okay, bis gleich. Rückblick des Jahres 2015. Bei allem Schlimmen, das passiert ist, bleibt das lediglich Seltsame, nämlich oft in der Filtertüte der Wahrnehmung hängen, falls Sie verstehen. Na gut, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Sträter sieht das so. Abseits des Jahres. Ach ja, wo fange ich an? Fußball. Fest steht, so lässig wie Beckenbauer hat noch keiner Scheiße gebaut. Eine Blamage. Eine Blamage. 6,7 Millionen für die Weltmeisterschaft in Schland. Klingt jetzt erstmal günstig, damit hältst du am Berliner Flughafen nicht mal eine Rolltreppe am Kacken. Überwiesen wurde das allerdings an die FIFA, die ich jetzt mal Kraft meiner satirischen Freiheit als einen verlotterten Club faltenärschiger Verbrecher bezeichne. Der Weltfußballverband FIFA wird von einem Korruptionsskandal erschüttert. Auf Antrag der US-Justiz nahmen Schweizer Ermittler 7 aktuelle und ehemalige Spitzenfunktionäre fest. Die Vorwürfe lauten unter anderem Geldwäsche und Selbstbereicherung. Der Korruptionsskandal beim Weltfußballverband weitet sich aus. Heute nahm die Schweizer Polizei in Zürich erneut 2 FIFA-Spitzenfunktionäre fest. Ihnen wird die Annahme von Bestechungsgeldern in Millionenhöhe vorgeworfen. Und mittendrin der Beckenbauer. Franz Alter Wemser, Hut ab. Der gute Mann hat einfach immer nur irgendwas unterschrieben. Ich habe damals hunderte an diesen Papieren, an Erklärungen, an was weiß ich, was ist da, Verträgen unterschrieben, ohne dass ich eine Zeile gelesen habe. Das war halt so, das ist auch meine Mentalität. Muss man Verträge, mit denen ich eigentlich mit Blut unterzeichnen? Die FIFA. Und dann, potzblitz, konnte sich keiner mehr erinnern. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Coole Sache. Wolfgang Niersbach hat dann erstmal temporär ein trockenes Brötchen im Schädel. Also ich wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch präziser wüsste, dass da was dran hing. Das war mir nicht bekannt und auch muss, also mir, ich kann ja nur für mich persönlich hundertprozentig sprechen. Es war nicht bekannt. Aber ich kann das immer nur wiederholen. Wie der Abgang war und dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt davon überhaupt nichts wusste. Und man versuchte mit Erfolg einen 20er zu wechseln und stieg ganz allgemein nicht mehr durch. Also ich zumindest nicht. Naja, Franz Beckenbauer hat das ganz schön gelöst. Einfach mal Ball flach halten. Und wenn in diesem Jahr nicht so viel Zeug passiert wäre, hätten wir damit den Skandal des Jahres. Bam. Ich warte noch, ob Niersbach noch eine letzte Pressekonferenz gibt und sagt, ich weiß wieder, es war Fantomas. Sie wissen schon, der Typ ohne Gesicht. Wer übrigens im Moment seins verloren hat, ist VW. 1A-Übergang. Was die da abgezogen haben, ist schon eine harte Nummer. Digitale Manipulation der Abgaswerte. Panne des Jahres. Und was sagt VW? Es muss so deutlich gesagt werden, unser Unternehmen war unehrlich gegenüber der US-Umweltbehörde und gegenüber den kalifornischen Behörden. Auf gut Deutsch gesagt, wir haben totalen Mist gebaut. Wir haben Mist gebaut. Ist das süß? Unter Mist bauen stelle ich mir vor, auf dem Hotelklo nicht abzuziehen, dann auszuchecken. Mist bauen klingt echt niedlich. Was kommt denn als nächstes? Lance Armstrong hat beim Dopen ein bisschen geflunkert? Oder Beate Zschäpe und Konsorten haben einen Tacken überreagiert? Die Schlagzeilen.
Niedersachsens Umweltminister Wenzel kritisiert nach VW-Manipulationen Kraftfahrtbundesamt. Was VW da gemacht hat, ist Hütchenspielerbeschiss auf höchstem Niveau. Echt jetzt, was verschweigt VW uns noch? Ich kann Ihnen nur raten, bleiben Sie wachsam und helfen Sie sich selbst. Verbrauchertipp, tanken Sie einen Diesel nur noch halb voll. Dann stößt er zwar immer noch mehr Abgase aus, als Sie denken, aber nicht so lange. Streter sieht das so. Alarm des Jahres. Es unkt von überall, verarbeitete Wurst macht krank. Schade. Denn wer erinnert sich nicht, seiner Oma weinend gesagt zu haben, Großmutter, Großmutter, ich hab so reine Haut. Alle in der Schule hänseln mich. Und daraufhin liebevoll handwarme Leberwurstumschläge bekam. Wer hat nicht in der Tanzschule Schweinemett geschnupft, einfach nur um dazuzugehören? Und wer war nicht erleichtert, als er feststellte, ballert überhaupt nicht? Sieht nur scheiße aus. Wer trug nicht in den 90ern bei seiner Konfirmation als Zeichen stiller Rebellion einen Schlips aus Wiener Würstchen Hand aufs Herz? Ich war dabei. Und wer denkt nicht zurück an den Tag, als Opa von der Schlachtung eine Tüte Fettbonbons aus Tierresten mitbrachte, wie die Mund zerging? Verwehrt das Echte. Und wer weiß es noch, damals, die erste Scheibe Dauerwurst im Poesiealbum. Text: Vom Rind der Po, vom Schwein der Nacken, macht froh, kannst du gut von kacken. Spaß beiseite. Keiner weiß so richtig, was drin ist in der Wurst. Ich auch nicht, woher auch. Also esse ich wenig davon. Ich versuche auch als klar ausgewiesener Nicht-Vegetarier ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Und wenn, dann aber Gutes. Machen Sie das doch auch. Oder machen Sie es hier wie Kollege Hennes? Ja, bitte sehr. Geil. Mhm. Ist das ohne Scheiß jetzt vegetarisch? Nein, ist vegan. Was ist denn da drin? Tomatenmark, Reiswaffeln und Zwiebeln. Gutes Ding. Mhm. Also, unterm Strich muss ich leider sagen, unser Ansehen in der Welt hat 2015 gelitten. Selbst die Chinesen, die stets voller Respekt raunten, Deutschland, großartige Nation, haben für Hundescheißebeutel eine DIN-Norm, kichern jetzt ein bisschen. Aber das sollte uns ehrlich gesagt auch ein bisschen egal sein. Streter sieht das so. Zeitvertreib des Jahres, Teil 1. Alter. Das geht so, ich sag ja. Das geht so ab, du. So stelle ich mir Koma vor. Mhm. Die fahren alle so, als ob sie komplett ein Stück Seife im Schädel hätten. Wir fahren dem jetzt mal hinterher, vielleicht. Überhol ihn. Kannst du hupen? Hup den doch an. Ich kann nicht hupen. Ist doch total unübersichtlich. Aber ich muss schon sagen, so der Lichteinfall und so die Schatten, das ist schon richtig schön gemacht. Der Lichteinfall ist gut, der Spieleinfall ist es nicht. Ich fahre jetzt weiter, bis der Tank leer ist. Und dann wird der Fahrer verhungern auf der Strecke. Und damit hat sich das. Das kann aber dauern. Streter sieht das so. Tschüss des Jahres. Helmut Schmidt ist tot. Allerdings hat er einen recht konkreten Plan, wie es danach weitergeht. Was nachbleibt, sind Moleküle. Und aus denen entsteht neues Leben. Zum Beispiel in Gestalt von Unkräutern auf der Wiese oder von Bäumen oder von Tieren. Nichts geht wirklich verloren. Schön gesagt. Und obwohl ich in meinem Leben viele Todesanzeigen gelesen habe, die durchaus mit Recht den Zeitpunkt des Ablebens des zu Beklagenden monierten, möchte ich im Falle von Helmut Schmidt wirklich sagen, wenn das ginge sogar in Fettdruck, zu früh. Ich wünschte, er hätte die 100 voll gemacht, mindestens. Denn eigentlich hat Altkanzler Schmidt im Alleingang quasi nur durch seine Abgaben im Bereich Tabaksteuer die Wiedervereinigung finanziert. Und er war ein kluger Kopf und dazu noch einer, der jetzt nicht dauernd ins Bild gerätschte, wenn er was wusste. Wo heutige Politiker erstmal öffentlich was sagen und während des Sprechens herausfinden, ob das überhaupt Sinn ergibt, hat er sich oft vorher Gedanken gemacht. Es waren lauter aufgeregte Hühner und einer musste die Sache in die Hand nehmen. Und auch zugegeben, wenn sich eine seiner Ideen mal ziemlicher Käse herausstellte. Als wir das Haus umbauten und diese Kneipe hier eingerichtet haben, da waren meine Frau und meine Tochter sehr dagegen. Die haben gesagt, eine Hausbahn, das ist was für wild gewordene Kleinbürger oder für Neureiche. Der konnte was, klar. Waren eben volle 90 mit Verstand genutzte Lebensjahre. Ich setze jetzt erstmal voraus, dass selbst Helmut Schmidt die ersten 6 Jahre ein Schaukelpferd hatte und deswegen wenig Zeit, um Abhandlungen zu verfassen.
aber danach dann direkt intellektuell Vollgas. Ich würde jetzt gern pathetisch sagen, er lebt weiter. Aber das wäre Quatsch, denn er ist tot. Was er sagte und schrieb, bleibt uns aber erhalten. Helmut Schmidt. Ein großer Politiker. Ein großer Mann. Zudem meiner Meinung nach der Erfinder der deutschen politischen Selbstironie. Wie viel Leidenschaft muss man da besitzen, dass das überhaupt geht? Leidenschaft braucht man nicht. Willen braucht man. Willen? Ja. Und Zigaretten. Ein echter Typ. Und wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung gestatten. Herr Schmidt, Sie waren eine coole Sau. Abgesang des Jahres. Und dann gab's noch einen Abschied, der nicht ganz so endgültig war. Doch ein Regenbogen steigt eher als du gedacht, denn die Sonne ist stärker als die Nacht. Einmal wird der Wind. Schöne Szene. Einer hat er beim High Five übersehen, was ihn dann besonders beknackt dastehen lässt. Ein anderer Fan wurde mal direkt von den Men in Black zum Magenauspumpen aus der Kolonne gefischt, aber ansonsten Stimmung. Und jetzt? Andy Borg wurde beim Musikantenstadel befeuert. Gründe? Zu alt, zu erfahren, zu viele Haare. Vielleicht war der Herr, den er abzuklatschen vergaß, auch der Senderchef, was weiß ich. Also bis hierhin nix. Ich bin ja nun auch kein übertriebener Fan von dem Mann, muss man sagen. Oder besser gesagt, ich hege mildes Desinteresse an der Personalie Borg. Aber viele, viele Menschen lieben den. Für das, wofür er steht. Was auch immer das ist. Aber ich nehme an, gute Laune oder derbe Schlager oder 1A-Anzüge oder weil man sich schlicht an seine volkstümliche Art gewöhnt hatte. Das geht auch voll in Ordnung. Aber dann kam's hart. Die ARD, und ich sage das jetzt mal ganz ruhig und ohne Ironie in der Stimme, wollte den Musikantenstadel verjüngen. Weg mit dem Staub und dem Geschnörkel. Tschüss Musikantenstadel, hallo Stadel Show. Und hallo Francine Jordi und Alexander Matzer, die beiden neuen Moderatoren. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Danke für die Einladung. Dankeschön. Den Musikantenstadel verjüngen. Was kommt als nächstes? Aktenzeichen XY ungelöst? Mit Sascha Grammel und der Schildkröte Josie? Als Frau Schröbel das Ladenlokal betrat, sah sie erst Spuren eines Handgemenges. Und dann machte sie eine schreckliche Entdeckung. Ja, ich sag ja, man soll nicht immer alles verjüngen. Die Leute wollen, dass ihre Fernsehhelden mit ihnen, ja, wegschimmeln. Unterschwellig zumindest. Das permanente Verjüngen von Formaten gemahnt nur an die eigene Sterblichkeit. Das klingt zynisch, das ist aber so. Ist echt wahr. Andererseits gibt es Verjüngungen, die selbst eine hohe Sterblichkeit haben. Gutes Beispiel, die hysterische Kirmes-Sturzgeburt Stadelshow. Herzlich willkommen zur Stadelshow. Hier kommt der Rasenmäher. 2, 3, 4. And you found a secret code I use to wash away my lonely blues. Whoa-oh, heute schlafen wir in meinem Cabrio. Grunzen Sie auch. Sehen Sie, wir Frauen tun das. Es ist sehr sexy, wenn man ein bisschen grunzt. Ja, es ist sehr sexy, wenn man ein bisschen grunzt. Also wenn man drauf steht. Wenn nicht, nicht. Davon abgesehen, wer waren die Leute? Ich meine sogar, ich weiß, wer Andy Borg ist. Ein Kerl, der irgendwie für Volksmusik steht. Das Pärchen gerade, also der Lappen aus dem Quellekatalog und die Grunzblondine sind mir jetzt ja nicht geläufig. Das ist vermutlich aber auch egal. Ich werde nächstes Jahr auch 50. Das heißt, mich hat das Fernsehen auch schon angezählt. Naja, wenn es für mich kein TV mehr gibt, mache ich was auf YouTube. Und wenn die mich rausschmeißen, weiß ich nicht, male ich zu Hause was mit Wachsmalstiften und fax das fremden Leuten zu. Ist dann zwar in Schwarz-Weiß, aber das trifft ja eh auf das meiste zu. Reklame des Jahres. Es sind Begegnungen, die das Leben interessant machen. Ariel. Fisch. Ja. Mm. Entweder ganz entspannt. Schön gemacht. Schön gemacht. Ich hätte die Gläser nebeneinander gestellt.
Ja, guck, guck. Da grüßt der Oberkellner. Hey, da hat mir Papagei mal einen gelangt. Hast du gesehen? Ja, schön, die Locken. Vorhin den Flügel auf den Wirsing. Einmal hier. Guck mal da. Er und seine vier Kumpels. Alle stehen am Rand. Im Hintergrund Gütersloh. Sorry, aber das ist mir alles zu geerdet. Spüren Sie das? Das ist das Prickeln unseres Lebens. Nur mit einer Dachterrasse, Lebensweisheiten, einem ungefragt anfliegenden Adler, 9 Meter um Bierglasstapel und einer Meerjungfrau im Liegestuhl. Da kriegt man heute keinen Alkohol mehr verkauft. Think big. Ich würde da völlig anders rangehen. Pass auf. Hier. Ein lachender Mann. Aus purem Gold. Genau, ein lachender Mann aus purem Gold sitzt in einem brennenden Kran. Unter ihm Mittelschlesien. Um den Kran fliegen 400 Hubschrauber und am Steuer sitzt eine ukrainische Schönheitskönigin. Kahl rasiert. Mit Kleidern aus Backpapier. An den Hubschrauberkufen hängen an Seilen aus lila Niki-Stoff kleine dicke Einhörner. Und die singen. Die singen. Trink noch eine mit, stell dich nicht so arm, du stehst hier die ganze Zicke rum. Und dann nähert sich vom Horizont eine gigantische Gestalt. Nach 4 Minuten sehen wir, es ist... Henry Maske. Genau, aus Knetgummi. 9 Milliarden Tonnen Knetgummi. Millimeter für Millimeter von Hand animiert von... allen Japanern, die es gibt. Und dann explodiert alles. Aber in beige. Und dann sagt die Stimme von Harrison Ford, unser Erklären der Natur besteht darin, dass wir ein selten vorkommendes Unverständliches auf ein oft vorkommendes, aber ebenso Unverständliches zurückführen. Franz Grillparzer. Jo. Und so wird ein Schuh draus. So verkauft man Bier. Aber nicht mit bräsigem Alltagsschnickschnack. Mehr Jungfrau. Alter. Nein, des Jahres. Hamburg hat gewählt. Genauer gesagt, die Hamburger Bürger haben entschieden, keine Olympischen Spiele 2024 in der Hansestadt. Sehen Sie nun alarmierendes Bildmaterial mit Hamburgs wie Peter Hane aussehendem ersten Bürgermeister Olaf Scholz in viel zu engem Sakko. Guck dir das Sakko an, das ist viel zu eng, das geht gar nicht. Aber er hat den unteren Knopf auf. Er weiß, was er seiner Stadt als Bürgermeister schuldig ist. Den unteren Knopf aufhaben. Mhm. Wenn du das Volk fragst, darfst du dich nicht wundern, wenn sie sagen, was sie wollen. Oder nicht wollen. 52% waren gegen die Olympiade. Skandal, Skandal. Ich bin ganz sicher, dass wenn Deutschland die Möglichkeit, sich jetzt um Olympische Sommerspiele zu bewerben, im dritten Anlauf nicht realisiert, dass sicherlich für 50, 60 und vielleicht noch viel mehr Jahre die letzte Gelegenheit gewesen sein wird. Ja, er ist traurig. Kleines Regengesicht, aber ich kann es auch gut verstehen. Wie heißt das nochmal, wenn so eine Scheiße passiert? Demokratie. Zitat. Die kürzesten Wörter, nämlich Ja oder Nein, erfordern das meiste Nachdenken. Pythagoras von Samos. Zitat. Entscheidungen machen uns zu denen, die wir sind. Und wir haben immer die Wahl, das Richtige zu tun. Spider-Man 3. Ja. Einerseits wäre Olympia die Gelegenheit gewesen, das Geld für die Elbphilharmonie wieder reinzuholen. Ja, wenn die bis 2024 fertig wird. Ja, ist auch wahr. Also ich finde, Hamburg hat schon alles durchgestanden. Sturmflut und Zugbomben und alles dann. König der Löwen, nee, das läuft noch, ne? Das läuft leider noch, ja. Aber das schaffen die. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe bei König der Löwen, ich habe das immer gesehen, diese Riesenhalle vom Ufer aus, dachte, scheiße, haben die ein Riesentierheim. Ich habe das nicht geschnallt, weil viele ja mit so Wimpeln arbeiten. Aber das hat er jetzt hier noch nichts zu tun. Das Sakko ist sehr, sehr eng. Das ist Spack, hätte man der Mutter gesagt. Dann nützt das Gesicht nichts. Hamburg ist so, wie es ist, schön. Man muss nicht jeden Scheiß mitmachen. Nein. Das ist es. Eben. Naja, so oder so. Die Hamburger haben entschieden. Wir sind ja sowieso Riesen-Hamburg-Fans. Und wie immer ihr entschieden habt, Daumen hoch. Eben. Weise Entscheidung. War das jetzt wieder ein Zitat von Olaf Scholz? Glaube ich nicht. Streter sieht das so. Heft des Jahres. Es ist ja kein Geheimnis. Der Markt der Magazine platzt aus allen Nähten. Es gibt für alles irgendwelche Printversionen. Der schwule Konditor, Jahrgang 4 oder Gießkanne heute, aber auch Torf, das Journal für Torf mit CD-ROM. Oder Pokémons beim Poppen oder Taita Spezial. Die schönsten Strecken mit dem Baby einmal um den Häuserblock rum. Oder das Magazin für haltbare, geile ältere Mütter, Kondensmilf. Alles eben. Und Yps. Und Sammelhefte mit Bauteilen zum Weitersammeln. Zum Beispiel ein Flugzeugträger im Maßstab 1 zu 2. Heft 1 kostet 1,99, Heft 2 auch. Ab Heft 3 dann 800 Tacken, eine Niere und das halbe Königreich. Und dann gibt's dann noch diese Senioren-Verarsch-Postillen. Sie wissen schon. Schicksalstage für Florian Silbereisen. Darunter
machen schlimme Dirnen. Alles kaputt? Auf Seite 5 dann die Auflösung. Ein Foto von Silbereisen, der in München die Straße lang geht und sich am Sack kratzt. Bericht. Hat unser Florian im Freudenhaus über die Stränge geschlagen? Wie gut unterrichtete Kreise berichten, juckt ihm das Gemächt. Und der berüchtigte Bordellbetrieb ist nur 18 Kilometer entfernt. Da wird Helene ja Augen machen. Habe ich jetzt rote Lippen? Und wie? Oh Gott, das haben wir so nicht geübt. Oder so. Also völlig haltlos. Was sind das überhaupt für gut unterrichtete Kreise? Ein Kreis ist ein Kreis und wenn er 100 Mal Latein hatte, ist ein blödes Wortspiel. Ist aber auch egal. Naja, denn es gibt ganz was Neues. Hier. Barbara. Das Magazin von oder mit und oder über Barbara Schöneberger. Ja, nice. Diese Zeitschrift ist ja, das ist ja ein sehr persönliches Ding, ne? Mhm. Geht ja auch so ein bisschen um deine Welt, deine Art, die Welt, die Dinge zu sehen. Mhm. Die da transportiert wird. Mhm. Wie würdest du denn dich selber mit 3 Worten beschreiben? Oh Gott. Wer bist du für dich? Also ich bin tatsächlich ähnlich gut gelaunt, wie man es befürchtet. Das ist auch nicht gespielt, deswegen bin ich auch authentisch. Das ist wirklich eine hochsympathische Frau. Ich finde die wirklich, wirklich toll. Absolut. Das ist ja auch ihr Geheimnis. Wenn man wirklich authentisch ist, kann man das bringen. Wenn man wirklich authentisch ist, wenn das so ist. Thorsten, das ganz knorke Magazin mit Trendthemen wie Trinkpommes, alles zum Snacktrend, Tritop Absinth, der Szene-Mixdrink 2016, Vivaldi-Rülpsen mit allen Noten und Getränketipps und Technik Total, Fritteuse für den Zigarettenanzünder, unterschätzte Sportarten Teil 1, Liegen. Und für die Kleinen Call of Duty Daumenkino zum Raustrennen. Thorsten, das Heft. Auch im Abo zum selber abholen und als Thermopapier Faxabruf. Nee, nur authentisch reicht nicht. Das ist echt schade. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ein Stumpfsinn. Zeitvertreib des Jahres, Teil 2. Wir fahren jetzt in den nächsten Ort. Was ist das für ein Szenario eigentlich? Ich denke, das ist irgendwo im Stuttgarter Raum. GTA. Nach der Apokalypse. Da ist eine Moschee, die Teufelskerle. Oh. Siehst du, das meine ich doch. Die haben eine Moschee eingebaut. Wo? Ach so, das nee, ist doch ein Silo. Nicht. Alles, ja, tut mir leid, ich war verdammt. Kannst du nicht mal eine Moschee vom Silo unterscheiden? Du. Nein. Ja, und jetzt? Ich weiß nicht, aber ich sage dir, es gibt nur eins, was dieses Jahr für mich noch aufwühlender war. Und das war Kastanienmännchen basteln. So eine Scheiße. Ist das als Simulator? Ja, das gibt's als Simulator. Im Wald allerdings, da brauchst du keine PlayStation 4 für. Ohrwurm des Jahres. Der Ohrwurm des Jahres. Für uns ganz klar der Bond-Song aus Spectre. Sam Smith mit Writings on the Wall. I wanna feel love, run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. Cause the writings are on the wall. Ein Song, bei dem man sich fragt, geht's ums Renovieren? Im Prinzip schon. Denn was Smith da macht, ist echt neu. Ja, nicht schön, aber neu. Das ist, als lege man Buchenlaminat über Marmor. Der Song hat ein Problem. Er fängt an, passiert erstmal nichts, dann kommt wenig und dann ist er zu Ende. Das könnte genau genommen ein ganz normales Nicht-Bond-Lied sein, so wie Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Wobei das Lied aus Pippi Langstrumpf ja noch einen guten Refrain hat, während Sam Smith in der stimmlichen Höhe der Fledermausfrequenz ausatmet und damit sämtliche Hunde im Großbereich London anlockt. Ich vermute mal, die Leute, die damals entschieden haben, hör mal, der Samuel Schmidt, der macht den neuen James-Bond-Song, die waren auch so ein bisschen erschrocken. Ja, das kann sein. Deswegen haben die dann 4000 Geiger bestellt und alles Orchestrale zusammengesucht, was ging, um eine derartige orchestrale Buttercremetorte bei dem Song abzuwerfen, das dann eh egal war. Oh gut. Ich meine, ich kann überhaupt nicht singen, ist klar. Aber ich denke,
Man kann aus allem einen Bond-Song machen, wenn die Orchestrierung passt. Nein, ich gehe sogar so weit zu sagen, jeder kann mit der passenden Orchestrierung einen Bond-Song singen. Wirklich, echt, jeder. Schleudersitz! Ist sowas wie ein Stuhl im Orbit. Hängst überm Abgrund, allein mit der rechten Hand. Ja. Dein Auto tief unten in der Schlucht, total verbrannt. Tippst mit deiner Nase noch eine letzte SMS. Ich komme ein bisschen später. Oh Leute, macht euch keinen Stress. Das ist doch unrealistisch. Das geht doch alles nicht. Physikalisch unmöglich. Verdummung hoch drei. Das ist ja doch unrealistisch. Die Leinwand voller Lügen. Und der Typ ist nicht Sean Connery. Wieso ist er nicht dabei? Du fehlst. Ja, ich schließe die Beweisführung. Streter sieht das so. Streifen des Jahres. Die Firma ist der Ansicht, Genmodifikation erhöht den Wow-Faktor. Das sind Saurier, das ist wow genug. Mir hat der Spaß gemacht. Ich habe den, glaube ich, bis zum Erbrechen gesehen, den Film. Weil da kannst du mit deinem Kind rein, du hast aber auch alleine Spaß. Also ich bin ja mit dir auch gegangen. Gut, das war ja jetzt wie mit dem Kind. Was denn? Lass das doch einfach mal so stehen. Chris Pratt sieht aus wie auf der Schöfferhofer Werbung. Da hast du gesehen, sie hat wieder da. Die App hat sie wieder. Da siehst du, was passiert, wenn du rausgehst und dir ein Buch kaufen willst. Da wirst du von Dinosaurier. Ja, Ex und Hopp. Ja, aber sowas von. Zack, er grätscht und das Auto. Schön das, in den Kies rein. Ja, Rollsplit. Die Hose kann ja so teuer nicht gewesen sein. Aber ich mochte den Film wirklich sehr, ja, sehr gerne. Da, Hubschrauber. Auch sehr schön. Ein Dinosaurierfilm, der ohne Hubschrauber anfängt, taucht auch nichts. Sie tötet zum Vergnügen. Kann mir mal einer antworten? Was geht da vor? Schwenkt nicht auf mich. Ich habe damit nichts zu tun. Zeitvertreib des Jahres. Teil 3. Jetzt weiß ich, warum da keiner ist. Da, gleich einer! Welches ist die Schusstaste? Ach, scheiße, das ist ein Trecker. Ich kann durch ihn durchfahren. Ich glaube nicht, dass er auf mich zur Arbeit ist. Er hat eine Krawatte um. Pass auf. Er geht durch. Ein Geist. Das ist so gruselig. Hast du einen kalten Hauch gespürt, als er durch dich durchging? Hui, geh nicht ins Licht, Carrie Ann, geh nicht ins Licht. Hui, so, jetzt parke ich alles zu, ist mir scheißegal. Da speichere ich. Zu Parker 1. Streter sieht das so. Rückblick des Jahres 2015. Meine Herren, oh boah. Hennes. Das war ein ganzes Jahr? Das war ein ganzes Jahr, eine halbe Stunde. Kam mir gar nicht so vor. Super gemacht. Ich möchte dich auch loben. Ja. Du hast toll gesungen, du Dank hast dir. Toll gekocht, viel Platz weggenommen hast du auch nicht. War eine super Nummer. Irgendwas muss ich ja können, ne? Man sieht sich, ne? Ja, los. Weg mit dir. Gut. So. Alles Gute auch beruflich, ne? Ja, ja. Schön, mach gut, für dich dein Geld. Drück eh, sonst muss im Fahrstuhl übernachten. Jo. So. Das war Streter sieht das so. Und ich sehe das so, dass ich mich jetzt ein bisschen weglegen muss. In einer Stunde muss die Hose kalt beim Stuhl hängen. Ich sage gute Nacht und vielleicht bis bald. Wer weiß das schon. Tschüss. Ha. So.